Ja, ich weiß, die zwei könnte ich holen, aber ganz ehrlich, ich benutze das Zeug sowieso nicht. Darf ich mal? Danke. Ich brauche jetzt was zum Einkaufen. Wo bin ich denn jetzt hier? Eigentlich da oben, hinten. Da bin ich jetzt hier, also rechts rum. Rechts rum. Und jetzt? Ah, links rum. Verstehe. Also das Zeug hier gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Jetzt können wir... Weiß gar nicht, wen habe ich denn umgebracht, den ich nicht vollkommen ausrauben konnte. Bin auch ein Leichenfledderer hier. Ja, genau. So, dann muss ich noch den Big Daddy da hinten leeren, den ich umgerotzt habe. Wow, das hat sich gelohnt. Erhöhter Schaden. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich dachte, ich hätte eine Knarre in der Hand. Egal. Eigentlich wollte ich den mit dem Schraubenschlüssel erledigen, aber irgendwie... Egal, egal. So, was hat der jetzt hier eigentlich gemacht? Hat er irgendwas versteckt oder so? Nein? Hätte ja sein können. Ach so, hier. Ich find dich, du Skets. Machen wir mal ein paar mehr Fotos. Einfach, weil ich glaube, dass ich deshalb so wenig Schaden gegen die mache. Kann das sein? Na gut, die Spider-Slice habe ich ja schon oft fotografiert. Du wirst nichts als Au. Neues Tonikum. Dieb. Dieb verleiht ihnen so etwas wie den sechsten Sinn. Sie sehen Dinge, die sie sonst übersehen hätten und entdecken Dinge, die sie sonst liegen gelassen hätten. Man könnte meinen, sie hätten mit Dieb einen Röntgenblick. Ah, das ist cool. Was ist denn das jetzt? Das ist Körper? Das ist Körpertonikum? Ich habe nicht drauf geachtet. Das lagern wir dann jetzt erstmal. Da habe ich schon gedacht, ich habe den Big Daddy getroffen. Glück gehabt.
manchmal sieht man einfach das Teil vor lauter Teilen nicht. Ich find's wirklich nicht. Ach. Hier haben wir nochmal so Ionengel. Hier haben wir einen Safe. Komm, dann nehmen wir jetzt einen Auto-Hacker. Naja. Will mich nicht beklagen. New Invent. Uff. Okay, probieren wir's. Ich finde keine Teile, ich finde keine Teile. Ach, jetzt komm. Wie unfair ist das denn? Ach Mann. Danke. Okay, was hatten die überhaupt? Die hat Autohacker. Ja, davon können wir noch einen herstellen. Antipersonenpistolenkugeln. Das ist extrem gut. Die nehmen wir alle mit. Was haben wir denn sonst noch? Was war das noch? Ionisches Gel? Ah, das habe ich voll. Wärmesuchende Panzergranaten. Explosivschrot brauche ich auch nicht. Ja, nee, komm, passt. Dann suchen wir doch mal den Werkraum von dem verwirrten Mann. Verzeih mir, Vater! Ich werde dir gehorchen! Ich tue... Brauchen wir davon irgendwas? Splittergranaten. Eigentlich nicht. Nee. Da oben liegt noch was. Gut. Hab ich gehört. Undankbares Dreckstück. Hey. Was ist das? Und du hast drauf geschissen. Hey, wer? Bitte lächeln. Traumhaft, dieser Schnappschuss. Du wirst erkennen, dass ich der Herr bin. Weiter! Ist da unten noch einer? Du bist doch hier noch einer. Ach, da hinten. Mein Wille geschehe. Los, du Arsch! Doch, ich glaube, es liegt wirklich an dieser Forschung, weil die Spider-Slicer sollten ja eigentlich mehr aushalten als diese anderen, oder? Denke ich jetzt mal. Und die mache ich aber völlig problemlos weg. Hab die aber... Verzeihung, mein Telefon. Hab die aber schon komplett durchgeforscht. Also wenn ich die noch weiter erforsche, da kriege ich fast nichts mehr dafür. Das heißt, ich hätte die normalen Splicer echt einfach ein paar Mal öfter fotografieren sollen, statt einfach nur um zu nieten. Ja, hinterher ist man immer schlauer. Beim nächsten Mal, dann weiß ich's. Oh, oh. Gleich zwei, wie gemein. Mach ihn da am besten. Oh fuck. Glauben Sie mir, dass das keine Absicht war? Bitte? Ja.
shit. Ah, denkbar blöd, oder? Prallt die blöde Granate einfach in der Luft ab. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich wieder hier. Nee, komm, ich will jetzt nicht spielen. Such dir jemand anderen. Hä, wo muss ich denn hin? Ach, ich muss da unten hin. Ganz schön Granaten verschwendet. Aber eigentlich irgendwo ein U-Invent, wo ich das ganze Zeug nochmal bauen könnte? Eigentlich sollte ich den jetzt ummieten, oder? Definitiv sollte ich den jetzt ummieten. Wo ist denn meine? Hier ist meine. So, Schluss. Und da ist der U-Invent. Und da kann ich... Ne, da gab es das gar nicht. Dachte, hier gab es Splitter... Nein, stopp, die Splittergranaten waren ja bei dem lustigen... Hier. Bei dem Mexikaner hier. So. Da habe ich natürlich immer noch das Problem mit diesen zwei Abwehrdingens. Am besten renne ich jetzt einfach mal ganz blöd darunter. Splicer schaffen gerade die junge Frau weg. Sicher ist sie eine von Ryans Spionen, hergeschickt, um mich auszuhorchen. Ich glaube es jedenfalls. Falls ich mich täusche, endet ein unschuldiges Mädchen an Ryans blutiger Trophäenwand. Falls ich recht habe, naja, ich hoffe mal, ich habe recht. Das Gerät ist so gut wie fertig. Ich kann mir jetzt keine Gefühlsduseleien leisten. Bloß das nicht. So, einen zerstören, den anderen hacken wir. Ach ja, da fällt mir ein, ich habe doch das eine tolle Tonikum da gefunden. Das wollte ich eigentlich benutzen. Da war eine Genbank? Da war eine Genbank. War das das? Nee, es war kein Körpertonikum. Nein. Ups. Drück immer das Falsche. Kampftonikum? Auch kein... Was? Hä? Ach, Dieb war es. Doch, war doch ein Körpertonikum. Ah, ich sag's ja nur ungern, aber eigentlich sollte ich nochmal zum Gatherer's Garden. Der aber wahrscheinlich jetzt wieder am Arsch der Welt ist. Hier hoch und dann darüber. Oder? Ja. Gut. Nee, dann machen wir das nochmal. Weil, wenn das so funktioniert, wie ich mir das denke, dann erhöht es halt mein Loot aus so Sachen wie Truhen und Saves und so Sachen. Und zusätzlich kann ich eben solche Sachen auch durch Wände durchsehen. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich meine, es kann sein, dass es nur das durch Wände durchsehen ist, was ein bisschen schade wäre. Aber auch das, ich meine, besser als nix. Nee, Moment. Die Richtung.
Denn irgendwo hier unten. Nein. Bin ich jetzt falsch? Nein, bin richtig. So, also ein Körpertonika-Slot. Und hier will ich Dieb. So.